Hi Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Legend of Zelda Skyward Swords HD. So, Fee will unbedingt mit uns reden. Was geht ab? Die Hymne der Göttin. Ich vermute, dass es sich um das Lied handelt, das Zelda am Tag der Vogelreiterzeremonie vorgetragen hat. Die Wahrscheinlichkeit, dass jemand aus der Ritterschule nähere Informationen zum Text des Liedes hat, liegt bei 85%. Ja, okay, wow, das war komplett sinnlos mal wieder. Aber ja gut, wir müssen jetzt eh links raus, um zu einem Teleportstein zu kommen. Ja, Leute. Ich wollte mich eigentlich noch in der letzten Folge entschuldigen dafür, dass so lange keine Videos kamen. Da hatte ich aber dann ehrlich gesagt keine Zeit zu reden, weil wir eh so viel Text hatten. Aber vielleicht wird das heute nicht anders. Ah, jetzt weißt du endlich, was es damit auf sich hat. Ah, mit den blauen Schmetterlingen. Hier gibt es sehr viele Falter, die auf schöne Klänge reagieren. Hier muss etwas sein. Ich bin mir da sicher. Leider verstehe ich selbst überhaupt nichts von Musik. Und dabei bräuchte ich jetzt wirklich ein paar schöne Klänge. Also ich finde es ja geil, dass die Schmetterlinge sich nicht bewegen. Okay, wir regeln das für dich. Oha. Boing, boing. Sieh an, das muss eine der sprechenden Statuen sein, von denen die alten Schriften berichten. Alter, sie hat mir einfach was geschenkt. Hallo? Wir Mythensteine ziehen Schmetterlinge magisch an. Ertönt dort, wo Schmetterlinge fliegen, eine wundervolle Melodie, dann boing, boing. Das ist alles? That's everything? Okay. Das ist alles, was er zu sagen hat. Was geht bei dir ab? Es ist tatsächlich so, wie es in den alten Schriften beschrieben wird. Sie sprechen wirklich. Damit bin ich mit dem Rätsel der sprechenden Statuen ein gutes Stück weitergekommen. Nun fehlen nur noch die Wände der Göttin. Die sollten doch irgendwo hier in der Gegend zu finden sein. Die Wände der Göttin. What do you think about it? Naja, gut. Will ich mich jetzt umgucken? Eigentlich wollte ich doch in den Wolkenhort gehen. Ach, come on. Warte. Wo geht's eigentlich hier lang? Map? Achso, da drüber. Aha. I'm still confused. Achso, ich wollte mich ja eigentlich teleportieren, gell? Gut, gehen wir ein bisschen teleporten am besten. So, also, was wollte ich gerade erzählen? Ja, es kamen ewig keine Videos, Leute. Das tut mir sehr leid. Es war echt viel zu tun. Ich habe auf der Anime-Night mitgeholfen. Ich habe... was war eigentlich danach noch? Das war an einem Wochenende. Dann hatte ich meine ersten und letzten zwei freien Tage. Montag, Dienstag, wo noch gar nicht viel abging und ich einfach nur ein bisschen Star Wars geguckt habe und Harry Potter. Und sonst ging eigentlich gar nichts ab. Und dann 1.9., 2.9. und 3.9. waren meine ersten drei offiziellen, inoffiziellen Arbeitstage. Ja, ich weiß, das klingt komisch, aber ist so. War auch mega nice. Wir haben gechillt, ein bisschen kennenlernen, also untereinander kennenlernen der Mitarbeiter. Und wir haben einen Escape Room gemacht und waren essen und es war mega cool. Ja. Und ein bisschen die Schule kennengelernt, denn ich fange eben gerade frisch im Hort an. Ja, es war sehr interessant. Wir können unser Schwert nicht nutzen. Okay, okay. Ja, genau. Das kann ich so mal dazu sagen. Die letzten Nächte habe ich eine Stimme aus der Toilette gehört. Wer könnte das sein, wenn derjenige wenigstens leise wäre? Wir haben eigentlich eine ultra geile Stimme für die, ne? Aber ich bin gerade ein bisschen fertig. Also es sollte Nacht sein. Was? Baru ist nicht mehr in seinem Zimmer? Er hat den Schmerz nicht mehr ausgehalten? Hat alles hinter sich gelassen? Puh, wie traurig.
Alter, hat er sich gerade gefreut? Was ist er denn für ein Assi? So, gehen wir mal kurz schlafen. Ich will das kurz erkunden, dass irgendjemand auf der Toilette sitzt. Bis nachts. Das will ich jetzt schon kurz wissen. Ja. Dann war Wochenende. An dem letzten Wochenende bin ich nach Hause gegangen. Also nach Hause gefahren, besser gesagt zu meinen Eltern. Meine Eltern waren aber nicht da. Und ich habe aber meinen kleinen Bruder besucht. Und gemeinsam waren wir auf der Austria Comic Con. Okay, what's going up in here? Bitte, hört mich jemand? Okay, that's strange. Wir waren auf der Austria Comic Con in Wales, das war sehr cool. Oh, Papier. Bitte irgendjemand Papier, bitte Papier. Welches Papier ist egal? Aber wie kommen wir denn an Papier? Hast du Papier? Wie geht's dir? Denk daran, dein eigenes bequemes Bett steht in deinem Zimmer für dich bereit. Ja. Aber wie kommen wir denn an Papier, Leute? Tell me why. Ich habe keine Ahnung, wie wir an Papier kommen. Das ist jetzt irgendwie nicht so vom Vorteil gewesen. Naja, egal. Dann lassen wir das erstmal. Irgendwann werden wir schon darauf zurückkommen. Ja, wir könnten im Bazar mal wieder gucken, ob wir jetzt schon einen Ausdauertrank kaufen können. Ja, was gibt's noch? Die Austria Comic Con war mega geil. Und danach war dann am Montag mein erster, auch noch halboffizieller Arbeitstag, weil ich da einfach, oh, hier wäre Papier. Jeder Schüler hat sich selbst um Ordnung und Sauberkeit seines Zimmers zu kümmern. Aber ich wollte es gern haben. Bardos Reich, Bardos eh nicht mehr da. Hier hätte es auch Zettel gegeben. Der Sieg von Link wurde von einem tragischen Ereignis überschattet. Hier hätte es bestimmt auch Zettel gegeben. Ah, jetzt will ich wieder, dass Nacht ist, Leute. Was? Das Rennen im Flur ist strengstens untersagt. Sitzen? Nee, sitzen wollen wir nicht. Oh nein, jetzt will ich, dass wieder Nacht ist, Leute. Aber wir können kurz mit ihr reden. Hi. Du sag mal, Link. Also, was hältst du von Krodo? Ja, das hatten wir schon. Das finde ich ein bisschen doof. Spring an einem Steg ab, um den Wolkenhort per Wolkenvogel zu verlassen. Ja, das wissen wir auch schon. Gut, wir ignorieren das jetzt einfach mal. Wartet mal. Diese Richtung. Wo war ich eigentlich? Es gibt immer so viel zu reden. Am Montag. Genau. Am Montag habe ich meinen Gruppenraum eingerichtet. Das war sehr nice. Oh, da bist du ja, Link. Ich freue mich, dass du wohlauf bist. Hast du etwas über von Zelda Verbleib? Ja, nee, haben wir nicht. Hä? Es gibt doch eine neue Cutscene? Ich verstehe. Oh, Zelda. Nein, ich darf nicht klagen, sonst wird die Last, die du auf deinen Schultern trägst, nur noch schwerer. Was? Du willst den Text des Liedes erfahren, das Zelda am Tag der Vogelreiterzeremonie gesungen hat. Ich helfe dir ja gerne, aber ich bin wirklich kein großer Musiker. Bitte sing. Der Text genügt. Und ich dachte schon, naja, umso besser. Warte einen Augenblick. Ein Jüngling gleitet von der Göttin. Was? Geleitet von der Göttin, wird Himmel und Erde verbinden und das Licht bringen. Okay? Und weiter geht es so. Er wird zwei Flügel zum Turm des Lichts führen. Was? Er wird zwei Flügel zum Turm des Lichts führen. Was soll das schon wieder bedeuten? Ein Weg wird sich öffnen, das Echo des Liedes erschallt. Was bedeutet das? Er wird zwei Flügel zum Turm des Lichtes führen. I don't know. Dies ist der Text des Liedes. Der Turm des Lichtes ist der Turm am Dorfplatz. Aber die großen Flügel, wenn man zwei Flügel zum Turm am Dorfplatz führt, passiert also etwas. Zwei große Flügel.
Okay, das hat mir jetzt irgendwie nicht weitergeholfen. Also nicht wirklich, ehrlich gesagt. Na gut. Hast du was zu sagen? Na? Du wirkst ja schon viel fröhlicher, Link. Das ist die richtige Einstellung. Zelda wird nach Hause kommen. Du musst nur fest daran glauben. Alter, du bist so ein Dummkopf. Ja, genau. Also Montag, easy cheesy. Erster Tag, mega chillig. Und dann ging es eigentlich chillig weiter, denn, naja, mittelchillig. Denn am Dienstag war mein erster offizieller Arbeitstag. Yay! Das war, interessant. Nee, es hat super viel Spaß gemacht, aber es war, ja. Das hier ist ein Ausdauertrank. Wenn du ihn trinkst, nimmt deine Ausdauer eine gewisse Zeit langsam ab. Er ist etwas teuer, aber dafür umso nützlicher. Oh! Sehr nice. Wir haben nur keine leere Flasche, Leute. Ich habe keine leere Flasche. Wartet. Und unser Schild sollten wir wahrscheinlich auch mal verbessern oder wieder reparieren lassen. So, einmal Fee to go. Juhu, richtige Verschwendung. Aber wir werden uns eine neue Fee holen, keine Sorge, Leute. So, und jetzt gönnen wir uns den tollen Ausdauertrank. Jawohl. Das hier ist mein Ausdauertrank. Ja. Ich nehme ihn. Den können wir dann unserem Kumpel geben. Vielen Dank und vergiss nicht, wenn du diesen Trank verfeinern möchtest, wende dich an meinen Mann. Ah, aber eigentlich sollten wir das nicht machen. Es gibt ein neues Schwert. Ein neues Schwert, ich bin so dumm, neues Schild. Heiligenschild. Oha. Er repariert sich von selbst und wie selbst und widersteht sowohl Feuer als auch Elektroangriffen. Ach du Gott, nur geht er zu meinem Bedauern sehr schnell kaputt. Herr, er repariert sich von selbst. Nee, eigentlich will ich nicht so einen tollen Schild kaufen. Nee, wir kaufen den vielleicht später. Aber okay, es gibt einen neuen Schild. Oh, warte einen Augenblick. Du siehst emsig aus, junger Freund. Vermutlich bist du fleißig auf der Suche nach Schätzen, nicht wahr? Ich kann meine Kristallkugel nach Schätzen befragen, wenn du möchtest. Sprich mal ran, wenn du Interesse daran hast. Ja, das machen wir, glaube ich, am Ende eher. Schild reparieren, stelle ich mir schon. Schild reparieren. Ja, für 10 Rubinchen, das gönnen wir uns. Ja, also mein erster Arbeitstag, im Hort. Die Kinder waren super toll. Leider hatten wir ein paar technische Probleme mit dem Telefon, wo die Eltern anrufen. Und das war ein bisschen anstrengend. Aber sonst war es eigentlich super. Ich freue mich einfach heute auf den zweiten Tag. Also für mich ist heute der zweite Tag. Weiß nicht, wann das Video online kommt. Aber ja, ich freue mich, am Nachmittag wieder hinzugehen. Und bin schon sehr gespannt. So, was genau machen wir jetzt? Auf der einen Seite sollten wir, ich glaube, ein bisschen Geld ausgeben. Wobei, machen wir das noch nicht. Machen wir erstmal nochmal Ritterschule, Nacht und versuchen. Oh, wartet mal. Hier sind Schmetterlings. Hier gibt es es nicht. Schade. Das ist ein bisschen deprimierend. Ich dachte, hier gibt es es auch. Na gut. Ritterschulchen. So, jetzt können wir das nochmal mit der Nacht probieren, weil jetzt ist es eh egal. So. Hier ist sein Zimmer, glaube ich. Grußzimmer. War Gru unser Kumpel? Jo, gut, dann schlafen wir mal in seinem Bett. Einfach ganz random in dem Bett von jemand anderem pennen.
Wobei unser Bett einfach nur so drei Türen weiter ist. Aber ja, gut. So. Jetzt, Kumpelchen, was geht ab? Wir helfen dir jetzt. Fünf, sechs, sieben. Also ich kann nicht sieben Liegestütze. Puh. Ist das etwa ein Ausdauertrankling? Würdest du mir den eventuell geben? Ja, klar. Wirklich? Danke. Du hast etwas gut bei mir. Oh Gott. Ah, ja. Die Müdigkeit verschwindet. Aber schaffe ich es so, jemals stark zu werden? Klar, liegt an dir. Ja, genau so ist es. Ich muss mich nur mächtig anstrengen. Ich sollte nicht nur jammern, sondern die Sache einfach angehen. Danke, Link. Ich werde alles geben, um stärker zu werden. Ich trainiere weiter. Komm bald mal wieder und sieh dir an, was ich erreicht habe. Oha, ja dann komm. Los. Was passiert, wenn wir jetzt noch mal reingehen? Und bist du schon stark geworden? Nun, sie ist noch nicht. Ich werde alles geben, um stärker zu werden. Okay. Also, er ist noch nicht stark geworden. Na gut. Ich wollte auch sagen, es ist mega weird. Ich klinge in den letzten zwei Folgen Heaven's Park mega krank. Ich weiß auch nicht warum, aber ich klinge sehr, sehr krank. Zerbrechlich und krank. Krank. Gott, ich kann nicht mehr reden. So, ich will hier ein Papier haben. Können wir denn kein Papier hier aufsammeln? Das ist doch auch irgendwie weird. Warum denn nicht? Hier ist so viel Papier und keins davon können wir mitnehmen. Was ist das für eine weirde Quest? Das verwirrt mich schon sehr. Hier am Lehrertisch, bisschen Papier fladern. Die Map werden wir ja doch nicht fladern. Okay, ich glaube, wir können doch nicht. Hier irgendwie Papier, Papier. Wo war nochmal das Badezimmer? Das ist dort hinten. Wir können in das andere Badezimmer. Oh mein Gott. Vielleicht gibt es Toilettenpapier im anderen Badezimmer, Leute. Richtig smart von mir. Da vorne ist die Badezimmertür. Das ist eine richtig gute Idee, glaube ich. Es ist abgeschlossen. Es ist einfach abgeschlossen. Ach Mann, Spiel. Ich dachte, wir kriegen das jetzt hin. Na gut. Oh, Zeldas Zimmer ist wahrscheinlich auch abgeschlossen. Ich würde nur schlafen. Können wir bei dir schlafen? Ja. Gut. Dann schlafen wir wohl hier. So, gut ausgeruht. Wartet, wir können trotzdem in dieses Badezimmer vielleicht jetzt gehen. Und können wir hier Papier fladern? So. Hier gibt es gar kein WC, das ist ein Bad. Nicht so von vorteil. Sieht mega fancy aus. Können wir tauchen, schwimmen? Sieht sehr schön hier aus. Wow. Aber gab es hier nicht noch ein WC? Ich glaube schon. I think so. Ich dachte ehrlich gesagt, es gibt zwei. Aber egal. Na gut, vielleicht auch nicht. Dann sollten wir wieder runtergucken. Vielleicht können wir Gruß begrüßen. War das Grußzimmer? Ne, das war Bardo. So, wir sind hier. Wir müssen dorthin. Ich glaube hier, oder? Grußzimmer. Vielleicht ist er ja zu Hause. Oder auch nicht. Gut, mit ihm haben wir eigentlich schon geredet. Ach, gebe ich ihn ihr? Gebe ich ihn ihr nicht? Link, schleich dich gefälligst nicht so an. Ich muss über was sehr Wichtiges nachdenken, also schwerp. Nachdenken? Ich helfe dir. Es klingt zu aufdringlich. Wie? Du wirst mir zuhören? Ausgerechnet du, aber vielleicht bist du genau der Richtige. Du scheinst zu wissen, wie man mit Frauen redet, so sehr ich es hasse, das zuzugeben.
Gut, so machen wir es, Link. Ich habe einen Auftrag für dich. Du darfst dich geehrt fühlen. Bring dieses Papier zu ihr. Dieses Papier ist wichtig. Du musst es ihr unbedingt geben. Warum schaust du zum Klo? Ja, weil da der Geist drin ist. Was? Da ist nachts jemand, der Papier will? Was quatschst du da? Das ist nicht einfach Papier, das ist ein Brief. In jedem einzelnen Buchstaben steckt ein Herz, mein Herzblut. Denk nicht mal im Traum daran, ihn als Klopapier zu benutzen. Gib diesen Brief einer Schülerin aus der Oberstufe. Sie heißt Geruna. Du weißt doch, wenn ich meine, sie trägt diese runde Mütze. Sie ist ja so hübsch und so süß. Und auf gar keinen Fall gibst du diesen Brief diesem Verrückten da auf dem Klo, schwör es. Ich vertraue dir meinen Brief an und wehe, du liest auch nur ein Wort. Oh Gott. Na dann, Link, wenn du deine Sache gut machst, darfst du meine Handlanger werden. Und jetzt ab mit dir. Erstens, wir werden nicht dein Handlanger. Zweitens, wir könnten den Brief doch. Also ich. Ah, wen sollen wir diesen Brief geben? Bei Geruna oder wie sie heißt, steht doch auf den anderen Typen. Also ich stehe gar nicht auf den. Also könnten wir den Brief doch eigentlich schon abgeben. Ah, ich bin mir unschlüssig, Leute. Na gut, gehen wir einfach schlafen. Ich würde sagen, dass wir es der Hand geben. Ich würde sagen, dass wir auf Solette, es ist Zeit. Ich würde sagen, wir geben den Brief der Toilette. Aus einem einfachen Grund, weil halt die Oberschülerin ja eh in jemand anderen verliebt ist. Von daher machen wir das einfach. Ja, Papier, Papier. Aber wir haben. Achso. Hä? Wie ist es jetzt offen? What? That's kind of creepy. Oh, Papier, ich brauche Papier. Ich will niemandem etwas tun, ich will nur Papier. Brief geben, okay? Oh, Papier für mich. Ich bin so glücklich. What the fuck? Klohilde. Aber das sieht aus wie ein Brief. Willst du mir den wirklich überlassen? Natürlich. Danke. Ich werde es ganz behutsam verwenden. Aber ich bin eine Dame, also frag nicht wofür. Wir sehen uns wieder, mein edler Ritter. Was? Sitzen? Okay. That's creepy. Also, jetzt ist nur die Frage, was wird passieren? Rex wird ja nicht so begeistert sein von uns. Aber gucken wir einfach mal. Wir schlafen bis am Morgen. Also bei Gru ist auch noch nichts vorangegangen. Na gut. So, wo ist Rex? Müssen wir ihm sagen, dass wir sein, oder schreit er uns an, dass wir seinen Brief nicht haben? Was geht ab? Link, hast du ihr meinen Brief gegeben? Naja, also, naja. Du machst Witze. Es muss ein Witz sein. Es kann nur ein Witz sein. Du hast ihn wirklich dem Verrückten auf dem Klo gegeben? Ich hab dir gesagt, dass du das nicht tun darfst. So oft habe ich es gesagt. Leute wie du, die der Liebe anderer im Weg stehen, sollten von einem Vogel getreten werden. Ich bin ab jetzt nicht mehr dein Freund. Oh, wie ich dich hasse, Link. Wir waren doch noch nie befreundet. Du hast mich urgemobbt? Oh Mann. Wo bist du denn hin? Jörg Bardos Reich? Nee, Bardos nicht. Zimmer von Link? Was ist der Rex Zimmer? Gru? Hä? Rex? Hä? Das ergibt gar keinen Sinn.
Achso, er ist gar nicht da. Ist er doch in Bardos Zimmer gegangen? Das macht doch gar keinen Sinn, oder? Na, gucken wir mal. Das ist Bardo, oder? Bardo ist reich, Alter. Ach, Mann. Oh, da ist er ja. Alter, Bardo hat übelst das große Zimmer. Was willst du noch, Link? Du hast mich tief verletzt. Ich kenne diesen Verrückten vom Klo nicht, aber dass du ihm den Brief gegeben hast, war einfach ein Schock. Wie konntest du nur? Oh Mann. Na gut. So, jetzt machen wir nochmal netterweise Nacht in unserem eigenen Zimmer. Ah, das ist doch toll. Loot. Jawohl, Loot. Sehr nice. Ich wollte noch mit dem fliegenden Händler reden. Nee, ich wollte nicht sitzen, ich wollte eigentlich lesen. Aber gut. Alter, was haben wir für ein Minibett? Sieht irgendwie kleiner aus als die anderen. Ach, Linky. So, wo war jetzt nochmal? Was ist das Bardos Zimmer? Gucken wir mal nochmal nach Rex. Ah, urcreepy. Was ist das hier am Tisch? Sieht doch komisch aus. Oh. Oh, Hilfe. Ah, du bist der galante junge Mann von neulich. Schön, dich wiederzusehen. Dank dir habe ich meine große Liebe gefunden. Ihn hier, weil du mir diesen Brief von ihm gebracht hast. Durch diesen wunderschönen Liebesbrief habe ich mich im Handumdrehen verliebt. Er füllt mein Herz aus, lässt es höher schlagen und im selben Moment stillstehen. Ich fühle mich so lebendig. Du hast 5 Juwelen der Güte bekommen. Die sind mir aber ein bisschen zu skurios, diese 5. Oh, wir haben wieder 30. Wir könnten ein bisschen Loot. Ach, Geliebter. Ich bleibe für immer bei dir. Oh Gott, er ist jetzt voll haunted. Oje. Oje, oje. Ich hoffe, sie ist lieb und macht ihm keine Albträume. Weil es wirkt gerade ein bisschen so. Wartet. Wir haben ein Liebesbrief. Wir könnten. Es gibt 2 Dinge, die wir tun können. Dafür machen wir aber Tag. Ich glaube, die Folge ist eh schon wieder mega lang. Kann das sein? Oh ja, die Folge ist mega lang. Wir machen ganz schnell 2 Sachen noch, bis am Morgen schlafen. Ich würde einfach sagen, wir sehen uns bei dem komischen, gruseligen Dämon und im Shop wieder. Die Stimme aus der Toilette ist nicht mehr zu hören. Wer das wohl war? Aha, der Typ steht auch an einem sehr ungewöhnlichen Ort. Wieso? Du hast doch tatsächlich meine kleine Cookie gefunden. Du bist ein toller Kerl, Link. Vielen Dank. Übrigens, findest du nicht, dass das Wetter heute hervorragend ist? An so einem Tag würde ich am liebsten in der Kürbisbar sitzen und mir ein Glas kalte Limonade gönnen. Aber ich muss ja diesen Schrank für meine Frau reparieren. Ha, wie mich das nervt. Okay. Ich war eigentlich auf der Suche nach dem Friedhof. Wo zur Hölle ist denn der Friedhof? Ah, dort unten, hoppala. Ich habe mich ein bisschen verrannt, habe ich das Gefühl. So, da sind wir wieder. Das geht ab. Oh, du hast wirklich viele Juwelen der Güte. Ja. Gönn mir was. Was gönnst du mir? Du hast die große Geldbörse erhalten. Sie bietet viel mehr Platz als deine alte Geldbörse. In ihr kannst du bis zu 1000 Rubine aufbewahren. Oha. Das ist eine ganze Menge Juwelen der Güte, die du gesammelt hast. Nur noch wenige, okay? Wie viel brauchen wir noch? Was ist jetzt los? Hallo? Achtung, du solltest diese Truhe dort besser nicht öffnen. Darin befindet sich etwas sehr Gefährliches. Was denn? Nun, darin befindet sich die wohl furchterregendste Medaille, die es gibt, die Dämonenmedaille. Trägst du sie bei dir, wirst du auf deinen Reisen viel mehr Rubine finden als zuvor. Auch Schätze werden deren leichter zu finden sein. Doch im Gegenzug, oh. Und wir weiter?
Das Schreckliche daran kommt erst noch. Wenn du diese Medaille bei dir trägst, kannst du deine Tasche nicht mehr öffnen. Und das bedeutet, du kannst auch keine Herztränke mehr zu dir nehmen und dein Schild nicht mehr einsetzen. Verstehst du? Verstehst du nun, was ich vorhin mit furchterregend meinte? Ich bitte dich, öffne diese Truhe nicht. Aber ich will es haben. Natürlich öffnen wir diese Truhe. Die Mondenmedaille. Ja, ist okay. Es ist eben im Itemlager und nicht bei uns, oder? Jo. Du hast die Truhe geöffnet. Die Gier der Menschen ist eine sehr gefährliche Macht, aber genau das macht den Menschen so interessant. Ja genau, wir haben es eben im Itemlager abgelegt. Das passt schon. Achso. Du sagst mir nicht, wie viele Güterjuwelen du wieder willst, bevor du mir was gibst. Das wollte ich nämlich jetzt eigentlich rausfinden. Aber ich glaube, beim letzten Mal hat er gesagt, er will 30. Und die hatten wir jetzt gerade erreicht. Leute, ich hatte gerade noch eine mega geile Idee. Hier ist doch Kukus Haus. War das nicht? Die Mutter, ja genau. Die Mutter von unserem Dings. Und wir haben doch... Nee, das wollte ich nicht. Warte. Geht es nicht? Grüß dich, Link. Wie geht's? Tut mir leid, Link, dass mein Haus heute wieder so schmutzig ist. Kuku sagt mir immer, dass ich putzen soll. Aber das mache ich doch so ungern. Willst du mir helfen, Link? Ich werde mich natürlich erkenntlich zeigen. Ja? Ja, genau. Das hatte ich nämlich vor. Der Besen? Was soll ich... Wo ist der? Was? Du kannst dir den Staub einfach wegblasen. Mit Wind oder so. Die hat keinen Besen. Oh mein Gott. Wie du das machst, ist mir ja egal, solange du nur Staub davon fühlst. Was labert die? Also mach dich an die Arbeit, mein Junge. Okay, ja, das habe ich mir schon fast gedacht. Aber wie lustig. Aber echt geil, dass nur Kuku seine Ecke quasi sauber ist. Ach Mann. Ja, die Idee hatte ich nämlich auch gerade, dass wir mit unserem Gelöt hier ein bisschen sauber machen können. Das ist ja echt ein Horrorhaus. Das wäre für mich auch Horror, dieses Haus. Ich meine, bei mir ist auch gerade nicht so sauber, aber einfach, weil ich nie zu Hause bin in letzter Zeit. Ich muss echt mehr zu Hause sein, um mal wieder ein bisschen mehr Sauberkeit in meine Wohnung zu bringen. Aber so schlimm ist es dann auch nicht. Hallo? Gott, Alter. Was ist denn mit der los? Hallo? Bisschen putzen sollte man halt schon, ne? Oha, wir haben irgendwas zerstört. Ich war das nicht. Wenn jemand fragt... Okay. Oh Gott, Alter. Was ist denn mit dieser Dame los? Aber Link, du bist doch noch gar nicht fertig. Hä? Noch nicht fertig? Hä? Achso, weil ich bei der Tür war. Okay, sorry, dass ich hier einen Schritt zu weit gegangen bin. So. Gott, Alter. Hier ist einfach zu viel. Zu viel Dreck. Was hat sie denn, Alter? Ach du Gott. Gut, ich glaube, hier sind wir ganz gut fertig. Hier ist eh alles sauber. Na gut, hier noch ein bisschen. Kann die auch eigentlich irgendwas? So, sind wir jetzt fertig. Sieh an, du hast den ganzen Staub beiseite, Link. Jetzt fühle ich mich endlich wieder wohl in diesem Haus. Komm her, ich gebe dir deine Belohnung. Eigentlich wollte ich das gar nicht machen. Was wollte ich eigentlich machen? Ich wollte eigentlich zum Händler. Vielen Dank, Link. Jetzt fühle ich mich wieder wohl hier drin. Gott. Juwelen der Güte. Dann kriegen wir jetzt noch mehr von Kuku. Okay. Also hier ein kleiner Lohn für deine harte Arbeit. 20 Rubine, ja moin. Aber Kuku darf das niemals erfahren, verstehst du? Wenn er herausfindet, dass ich dich fürs Putzen bezahle, ich mag gar nicht daran denken. Also kein Wort, ja? Okay, wir dürfen es ihm nicht erzählen. Na gut. Können wir wenigstens seine Sachen durchstöbern? Gott, okay. Ab zum Händler. So, wir sind mal wieder hier. Was geht hier ab? Noch ein Täschchen. Das können wir uns, glaube ich, nicht leisten, oder?
Lebenskraftmedaille. Für 800, ja, cool, ist gekauft. So viel Geld haben wir gerade dabei. Wird gekauft. Sehr nice. Ja, an unser Geld. Aber wir gehen ja eh bald auf neue Abenteuer. Das war eine größere Rubintasche. Das war das Käfermedaillon. Und das war einfach eine neue Tasche. Ich meine, eine neue Tasche könnten wir auch gebrauchen, wenn wir ehrlich sind. Aber ja gut, das sollte passen. Wir haben mal wieder ein bisschen Geld ausgegeben. Finde ich gut. Hoppala. Ja. Also, hier können wir vielleicht melodieren. Oder nicht? Wieso geht es nicht? Na gut, dann sehen wir uns wohl in der nächsten Folge. Also bis dahin. Ciao.